Gut, wen nimmt man denn hier mal? Titan? Ich weiß nicht mal, was Titanen sind in diesem Spiel. Lol, okay, hier gibt's auch viel mehr Map-Auswahl, so wie es aussieht. Krank. Hier gibt's einfach Hades. Als Map. Ich nehme mal Kronos als Gott. Lol, er nimmt einfach Erebos. Chillig, wirklich. Ja. Gibt's hier einfach. Da muss natürlich auch genommen werden, ne? Dies ist die Bewertung des Spielers. Ah, ja. Na gut. Na, Elo, hast du noch nie von gehört, wa? Ja, schon. Ich wusste bloß nicht, dass es das in Age of Mythology auch gibt. Ich kannte das tatsächlich bloß aus Age of Empires 2, wenn dann. Bei dieser Reihe. Wird in der Extended Edition dazugekommen sein. Anscheinend. Ja, dann nehme ich wohl mal die Atlanta. Lol, ich auch, scheinbar. Wie du auch scheinbar. Ich habe nur auf den Gott geachtet, nicht auf die Rasse quasi. Ja gut. Oh Gott! Lobos? Was ist das denn? Mein Ingame-Sound ist zu laut. Ja, meiner auch. viel zu laut. Holy shit. Und die Musik ist in-game auch nochmal viel lauter als im Hauptmenü. What the fuck? Yep, ist sie. Was soll denn die Scheiße? Und wie weit ist es rausgezoomt? Ich weiß, ich wollte größere Zoom-Stufen, aber what the fuck? Seit wann kosten die 125? Ist auch schon immer so gewesen. Seid ihr alles Dorfbewohner? Nee, ihr seid alles Speer, okay. Oh Gott, er muss noch fighten gegen das Wildschwein, der verliert noch. Na, Karten hilft mit. Du hast Wildschwein? Ich will auch. Ach, hier sind ja Wildschweine, ja, Leute. Das ist so weit rausgezoomt, dass ich es gar nicht erkenne. Bei mir ist es tatsächlich gar nicht wirklich weit rausgezoomt. Okay, ich bin hier. Du bist da. Das Land sieht sehr, ja, verkorkst aus. Yuji? Hä, haben wir nicht die gleiche Zoom-Stufe am Anfang? Weil bei mir ist es schon verdammt weit rausgezoomt. Nö, bei mir ist es überhaupt nicht weit rausgezoomt. Also das Castle, also das Hauptgebäude, das nimmt schon so, weiß ich nicht, so ein Viertel von meinem Screen ein, sag ich mal. Okay, nee, dann ist es ganz anders als bei mir gerade. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie man rein... Und ich kann nur noch weiter reinzoomen. Also ich bin schon auf dem Maximalen, wenn ich rauszoome mit dem Mausrad. Ja, dann bin ich hast du eine andere Auflösung eingestellt als ich. Ja, Full HD halt, ne? 1920x1080. Bist dir sicher? Ja. Die musste man nämlich selber einstellen, die ist nicht automatisch. Doch, Bildschirmgröße steht bei mir bei Grafikoptionen 1920x1080 zumindest. Okay. Da habe ich auch nochmal drauf geachtet, als ich das Game gerade gestartet habe, dass das auch in Full HD ist. Ja, bestimmt, weil ich auch erweiterte Zoom-Stufen eingestellt habe. Das kann sein, ja. Ich wusste gar nicht, dass es diese Option gibt. Und diese Option gibt's. Warum ist da so eine hässliche Uhrzeit? Dieses TT23UT9RT1? Ja. Ja, das ist irgendwie weird. Das ist einfach ekelhaft, ist das. Ich würde es auch sehr begrüßen, wenn die das mal entfernen würden. Kannst du hier überhaupt Felder bauen auf dem Land? In der Theorie müssten sie bedacht haben, dass das eigentlich nicht geht. Haben die Atlanta überhaupt Felder? Ich weiß es gar nicht. Ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die überhaupt spielt. Herr Jones? Wo ist denn der Jason überhaupt? Ach. Die sind da oben und gegenüber halt. Ich sehe schon. Kann man das irgendwie ausstellen? Herr Jones? Sprachfilter muss erstmal aus. Achso, die Uhrzeit. Die wird es ausstellen. Ja, das nervt irgendwie. Aber anscheinend geht das nicht. Ja, die ist auch gut da. Die kann da bleiben. Nee, eigentlich ist die nicht gut. Eigentlich ist die gar nicht gut.
Das ist eigentlich ganz widerlich. Ich verstehe auch nicht, warum man sowas einbaut. Ich verteufel das. Hoch? Hä? Achso, hier ist der Tempel. Schon gefragt, wo der scheiß Tempel ist. Achso, ich brauche Gold für den Tempel schon jetzt. Schon. Ein Herrenhaus? Ist das ein Haus? Ja, ja. Habe ich auch gerade mal rausgefunden, dass das Herrenhaus einfach ein Haus ist. Na, dann ist ja gut. Den ist gut. Dann brauche ich mir ja keine Gedanken machen. Aber das Geile ist, dass die ihre Ware direkt an ihr Pferd da legen können, ne? Ja, ja. Das war so der Vorteil von denen. Warum baut ihr nicht weiter Holz? Ein sehr, sehr großer Vorteil von denen. Definitiv, ja. Oh, mein Speer lebt sogar noch. Ach, warte mal. So. Jetzt müsste das richtig sein. Wo ist der denn da am Abbauen? Ich sehe da gar nichts, was der da macht. Da ist doch nichts. Collectet der jetzt nichts mehr oder sammelt der das aus dem Nix? Das ist irgendwie komisch. Ich sehe tatsächlich den Eber noch. Wenn ich mit der Maus drüber halte, ist da noch so ein leerer Lebensbalken direkt neben dem Gebäude bei dir. Deswegen, glaube ich, liegt der da noch. Ach da, ja, der liegt dahinter. Ja. Hä? Warte mal, man kann die Kamera irgendwie drehen. Wie geht denn das? Das stand in den Optionen, dass man das einstellen kann. Wie geht das? Ich will das mal machen. Das weiß ich überhaupt gar nicht. Mit Alt? Nee. Alt-Steuerung? Alt-Steuerung, mittlere Maustaste? Wie drehe ich die Kamera? Vielleicht sowas ganz Klassisches wie 4 und 6 auf dem Ziffernblatt. Warum denn 4 und 6? Na, weil da bei mir ein Pfeil nach links und nach rechts ist. Ja, damit bewegst du tatsächlich die Karte. Ja? Ja. Und mit 8 und 2 nach oben und unten, ja. Vielleicht ja. 1, 3 oder 7, 9? Okay, nee. Dann raise ich doch nicht. Brauch mehr Leute. So. Warte, da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Das will ich jetzt wissen. Ist hier irgendwo eine Tasteneinstellung? Drehung der Kamera. Ach, Drehung der Minikarte? Hä? Ach, scheißhaft, Digga. Ist ja auch egal. Ja, Jungs, jetzt müsst ihr euch mal irgendwie ein paar Tiere suchen. Jetzt ist hier niemand mehr. Also, you just lost. Sind hier keine Tiere oder was? So. Was haben wir denn hier so Schönes? Handelsgilde. Also das Wirtschafts-Upgrade-Gebäude. Da gab es auch so ein Gebäude, dass man Gold hin und her schickt, ne? War das das? Nee, das war in Age of Empires 2. Ach so, okay. Ich glaube, hier gab es das nicht. Okay. Ein Hafen bringt irgendwie auch nichts, weil wir sind im fucking Hades. Dann Hafen bringen soll. Wo kann ich denn Truppen machen? Ich hab noch gar nichts gesehen von wegen Truppen. Das geht gar nicht. Du musst doch irgendwo gehen. Truppen macht man nicht mit denen. Das ist, die sind pazifistisch angehaucht. Das Einzige, was ich sehe, ist der Tempel, aber ansonsten haben die irgendwie nichts. Das ist schon weird. Junge, greift doch weiter an! Warum tötet ihr denn nicht einfach die Schweine? So unmotiviert. Die wollen auch nicht weiter Holz abbauen. Also irgendwie lübt das hier nicht, der Lachs. Ach, ich habe jetzt diese Spinnen, die ich irgendwo beschwören lassen kann, die doch deine Einheiten in den Boden gezogen haben. Ja, ja, ich erinnere mich. Hier kann ich nur einen Speer beschwören. Was? Ja, du musst das ins nächste Zeitalter gehen, dann kannst du da Androiden machen. Und mit jedem Zeitalter kommen im Tempel zumindest mehr Einheiten dazu. Das war doch schon immer so. Na, wunderbar, aber warum kann man nur den Tempel Einheiten machen? Das nee, du musst generell ins zweite Zeitalter, dann kriegst du auch Militärkaserne und so. Dann kannst du auch die ganz normalen Einheiten machen. Also. Ich glaube, ich nehme mal den anderen. Digga, wo zum... Nicht den du hier noch machst. Gottverdammten Geier. Geht doch mal. Wo sind hier noch Tiere, Mann? Ich brauche Tiere. Nahrung ist ein Ding. Ja, ich habe hier gar keine Tiere mehr irgendwie. Ich habe da oben noch ein paar. Die habe ich schon gesichtet.
So, mehr Dorfbewohner brauche ich eigentlich gerade erstmal. Ach, da unten sind doch noch so viele, sag mal, bin ich bescheuert? Hä? Ist auch eine ganz schöne Umstellung. In H2 musst du immer Dorfbewohner pumpen wie Sau und hier kannst du einen ruhigen machen. Sag mal, gibt's hier irgendwie nur zwei verschiedene Zeitalter? Warum kann ich denn jetzt nicht ins nächste theoretisch gehen? Jetzt gibt's diese Möglichkeit bei mir gar nicht mehr, lol. Vielleicht musst du erst ein bestimmtes Gebäude bauen oder so. Das war aber vorher. Bei mir steht's da noch. Bei mir ist das jetzt halt nicht mehr, ne? Dieses da, wo das mal war, ist das jetzt nicht mehr. Hast du auch aufs Dorf? Doch jetzt, ja, ich war nicht. Ich war beim Tempel, Digga. Ja. Das habe ich mir schon gedacht irgendwie. Ekelhaft sowas. Was bringt's mir eigentlich, ein neues Dorfzentrum zu haben? Also noch ein anderes. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, aber irgendwie. Die müssen noch eben. Kannst du einfach mehr. Also kriegst du, glaube ich, mehr Bevölkerung und so. Ach so, ja gut. Und kannst halt zeitgleich Dorfbewohner pumpen, wenn man es bräuchte. Das brauche ich eher nicht. Ja, ist hier gerade irgendwie bei den Atlantern vor allem nicht nötig. Und ich glaube auch generell in Age of Mythology ist es nicht so wichtig wie in Age 2 zum Beispiel. Oh, ich werde angegriffen. Das ist aber scheiße jetzt. Das ist bestimmt nicht geil, ja. Sind das die Animationen oder läuft das irgendwie nicht hundertprozentig flüssig? Ich habe so ein paar Mikro-Lags zwischendrin mal ganz kurz, so ein paar ganz kleine Standbilder, aber ansonsten. Ja, das meine ich ja. Das sieht irgendwie zwischendrin so ein bisschen hakelig aus. Ja, das ist bei mir auch so. Das kann dann unmöglich an den FPS oder sowas liegen. Aber vielleicht liegt das auch am Multiplayer, das kann durchaus sein. Am Anfang hat es ja auch ein bisschen geleckt beim Multiplayer. Kann sein, ja. Wie generieren die Atlanta nochmal? Ah, die können Felder. Die können aber Felder bauen. Das geht. Wie kriegen die Atlanta Gunst? Ich frage mich halt, wie effektiv so eine Felder hier auf so einem Hades-Boden sind, aber sie können Felder bauen. Das ist sehr, sehr gut. Generieren die einfach Passivkunst? Ja, anscheinend, ne? Sieht so aus. Ja, ich sehe das auch gerade. Dass die das irgendwie einfach machen. Ja, das sind die Animationen einfach. Die sind ja mega abgehackt bei den Typen. Was ist denn das? Siehst du die bei mir, wenn die laufen? Ja, ist bei mir aber auch so. Das sieht ja mega weird aus. Manchmal sind die aber auch flüssig bei mir. Also es ist mal so irgendwie. Aber mal hacken die auch irgendwie beim Laufen ab. Bei mir hacken die ganze Zeit so komisch beim Laufen, also die laufen ganz komisch. Wild. Nee, jetzt zum Beispiel laufen die bei mir ganz normal. Lol, jetzt ist bei mir alles richtig, aber jetzt wo sie kämpfen, sehe ich, dass alle bei mir richtig abgehackt laufen. Ja, der Vogel ist gerade auch ein bisschen abgehackt geflogen, also das sieht ganz weird aus. Sag mal, wie viele von denen sind hier überhaupt meine und wie viele vom Gegner? Okay, ich habe den besiegt. Ich habe hier noch Junst. Oh, dass die Dorfbewohner nicht automatisch weiter ihrer Arbeit nachgehen, finde ich aber scheiße. Das finde ich einfach scheiße. Das haben die in der normalen Version meiner Meinung nach getan. Mit den Rucklern, das ist aber schon ein Rückschritt so. Ja, aber das ist irgendwie, glaube ich, nicht gewollt und nicht dauerhaft und es kann irgendwie nichts richtig sein hier. Nee, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Da. Ich wüsste allerdings auch nicht, woran es liegt. Da müsste man dann einfach mal schauen. Wir sind da jetzt einfach ins Game reingesprungen, ohne alles. Dann würde sich schon erübrigen. Muss man erst wieder ein Community-Patch runterladen, damit es richtig funktioniert. Naja, mein Gott, dann ist es so. Der Standard heutzutage.
Alter, jagt doch einfach das nächste Schwein. Ich verstehe euch nicht. Man muss halt mit der Zeit mitgehen, ne? Wenn jeder das so macht, dann muss man das auch so machen. Ja. Das bräuchte für die nächste Zeit, Alter, noch ein bisschen Nahrung. Da bin ich jetzt gerade dabei, das habe ich gleich. Boah, das sieht schon ekelhaft aus, ne? Wenn nichts, aber wenn sie nicht kämpfen, geht's bei mir tatsächlich. Also nur, wo andere Einheiten und dann sich alle bewegt haben, da... Ne, also bei mir machen, sehen die auch so aus, wenn die normal laufen. Also wenn die nicht kämpfen. Oh! Ja, bei mir auch, aber die laufen gerade nicht. Die sind gerade die ganze Zeit nicht gelaufen, deswegen. Jetzt gerade haben sie angefangen wieder zu laufen. Jetzt sehe ich das auch, wobei jetzt geht aber auch wieder. Okay, der greift mich auch schon ganz schön richtig. Der greift mich aber schon richtig krass hier an gerade. Alter! Sogar kleine Standbilder, als die gerade gekämpft haben. Jetzt werde ich auch angegriffen. Das sieht wirklich aus wie aus so einem 1970er-Jahre-Game, ne? Wo noch so alles komplett ruckelt, der PC gar nicht hinterherkommt. Ja, sieht einfach aus wie Age of Empires 1. Das ist schon lol. Wobei, ich glaube, Age of Empires 1 lief flüssiger. Ja, da muss jetzt von euch auch einfach mal einer hier noch ein paar Häuser bauen, ne? Wo bleiben meine Viecher? Kommt! Ja, ihr dürft gerne auch kämpfen. Mach die weg jetzt. Ja, also da muss man mal gucken. Da gibt's bestimmt eine Lösung für. Ja, definitiv. Das kann ihr wollt nicht sein. Alter! Entspann dich mal, Spiel. Holy shit. Sogar der fliegende Vogel, der ist so abgehackt. Ja, irgendwie alles hier so ein bisschen. Aber bei mir ist vor allem, wenn viel los ist. Wenn nicht so viel los ist, dann geht's bei mir. Aber wenn viel los ist, dann sind auf einmal auch alle abgehackt dann. Hier reicht's gerade schon, wenn ich die Armee hier gerade laufen lasse. Ja, dann ist ja schon viel los. Das ist schon genug fürs Spiel. So, Leute, wir brauchen jetzt mal wieder Nahrung hier. Ihr müsst jetzt Hier kann ich aber bei dem Marktplatz auch Karawanen ausbilden. Sind die nicht dafür da, dass ich die zu dir schicken kann? Oder kann wofür sein. Kann sein. Sind Karawanen hier sonst gut? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann's dir nicht sagen. Scheiße, ich wollte doch ins nächste Zeitalter. Jetzt habe ich Truppen gepumpt. Naja. So. Kann auch nicht schaden. Hier gehen jetzt noch ein paar Leute Gold sammeln. Die Atlanta sammeln aber irgendwie krass schnell und viel, oder? Ja, ja. Also ich komme hier mit den Rohstoffen sehr gut hin. Das löbt alle relativ schnell und... Dafür, dass man so wenig Dorfbewohner hat, auf jeden Fall. Jedenfalls habe ich wenig gemacht. Ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist. Nö, ich habe jetzt auch nicht so mega viele gemacht. Bei den Griechen zum Beispiel musste man richtig pumpen, um eine andere Wirtschaft zu haben. Da war die Hälfte des Bevölkerungslimits einfach nur Bauern. 130 war das Cap, oder? Ich glaube 150. Ne, bei mir sind 130 tatsächlich. Ich kann jetzt kein weiteres Haus mehr bauen. Aber Dorfzentren kann man, glaube ich, auch noch bauen. Die bringen auch noch Bevölkerung. Apropos, Dorfzentrum, was kostet denn das? Ja, das geht sogar, machen wir mal. Kann ich gleich mal überprüfen, ob das auch stimmt, was ich hier erzähle. Joss, Burek. Joss, Burek. Es wird wieder warm, ich brauche meinen Ventilator. Let's go. So Leute, jetzt zimmert mal ein bisschen schneller hoch. Ihr könnt auch mal aufhören Holz zu sammeln jetzt, wir brauchen Nahrung. Ja, dieser Vogel die ganze Zeit. Ich dachte, der gehört auch zum Gegner, aber der ist einfach nur so da. Ja, ja, die sind einfach nur Deko. Bei mir fliegen sogar mehrere rum. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Was machst du? Einfach so Soldaten in Helden verwandeln, alles klar. Geile Fähigkeit. Dia. Chillig, chillige Fähigkeit. Überhaupt nicht OP oder so. Hat gleich drei Stück erwischt bei mir. Der Hammer.
So, wir fahren jetzt eine Attacke. Let's go! Ran! Was hast du denn da erbaut? Was ist denn dit? Eine Himmelspforte? Die mach ich weg. Wieso geht das nicht? Doch, hier kann man die auch bauen. Hier im Markt, hier kann man die Karawanen auch bauen, aber halt erst wenn man... Ah, jetzt kann ich die wegmachen. Wenn man so, Zeitalter... Zauber ich jetzt einfach weg. Erst wenn man Zeitalter 3 hat, geht das. Ich weiß zwar nicht so ganz, was die Himmelspforte macht, aber ja, die wird jetzt einfach weggemacht. Ach, das ist ein Portal. Aha, gut zu wissen. Ich hätte aber auch nicht wirklich Defense gebaut, muss ich ja sagen. Deine Einheiten, wie die glitschen richtig rum bei mir. Ja, bei mir auch. Es nimmt kein Ende. Das sieht schon wirklich lol aus. Es hört nicht auf. Oh Mann. Es geht immer weiter. Oh, Satyren. Aber ich glaube, ich hole mir so ein Behemoth. Ich habe tatsächlich schon relativ viele Satyren ausgebildet. Ich bin jetzt ins nächste Zeitalter gegangen. Ich habe die ganze Zeit immer Truppen gepumpt, wenn ich eigentlich agen wollte. Ja, ich bin jetzt beim maximalen Truppenlimit tatsächlich angelangt, deswegen kann ich jetzt... Von mir aus können wir hier gleich Zugriff machen. Hab jetzt hier maximal viele. Ja, maximal viele habe ich jetzt. Und auch bald, bald habe ich auch alle Upgrades. Yippie, das war's mit den Tieren. Ja, ich habe auch Felder und 1100 Nahrung, ist alles gar kein Problem bei mir. Ich hätte nur die Armeen vorbeimarschieren von ihm. Oh Gott, okay, das war kurzer Ruckler. Ja, das glückt ja alles nicht optimal. Nee, optimal ist tatsächlich ein bisschen anders, ja. Bin ich early, Alter. Ich habe auch zwischendrin wirklich so, dass ich kurz die Kamera auch nicht bewegen kann. So ein Lag ist das dann. Ja, ich weiß, was du meinst. Das kann alles nicht gewollt sein hier. Das ist doch dann keine Extended Edition, wenn er schlechter ist als vorher. Das Original war zu gut. Wir müssen einen Schritt zurückgehen. Richtig. Hoppla, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Hat man gehört. So, da kommt mein Behemoth. Ich hoffe, der ist auch effektiv gegen Gebäude. Das wäre schon schön. Ach, jetzt fangen die an, hier Holz zu sammeln, ja? Jetzt, wo diese Gold so holen sollen. Also wirklich. Was ist denn das hier? Lol, da kommt der Behemoth. Ach, hier kann man einfach Soldaten bekehren. Ist ja überhaupt nicht OP, irgendwie die Atlanta-Rasse oder so. Nein. Frech. Ich habe hier Chaos. Auf Gegner richten, damit dieser Freund und Feind bekämpft. Wenn er Freund bekämpft, ist schlecht, wenn er Feind bekämpft, gut. Gut erkannt. Weißt du was, ich mach das einfach mal. Achso, nee. Aus irgendeinem Grund geht das hier nicht. Ich würde es gerne einfach bei dem Typen da unten schon mal machen. Da könnte ich es theoretisch machen. Warum kann ich denn das da unten nicht machen? Ja, komm, das reicht. Also die sind zwar ein bisschen angekratzt, meine Leute, aber ist egal jetzt. So, die Hallo. Spinnen. Die Spinnen? Kann ich die Spinnen in seine Base legen? Meine Leute bewegen sich nicht. Das geht, die Spinnen kann ich theoretisch in seine Base legen. Hä? Manche Einheiten reagieren auf meine Befehle, manche gar nicht. Was soll denn das? Ein Baum, der... Alter, sein Baum verhindert, dass ich meine Spells machen kann. Dann machen wir den weg. Geht das? Kann man den zerstören? Der hat keine HP bei mir oder so. Ich glaube, den kann man nicht. Nee, das geht irgendwie nicht. Das ist ja scheiße jetzt. Aber ein bisschen weiter hinten geht's. Ich kann all meine Soldaten an eine bestimmte Stelle teleportieren. Ich hab das Schwein bekehrt, was? Nice. Jetzt hast du das... Ja, ich seh's! Ja, das ist jetzt dein Eber hier, ne? Der läuft jetzt hier für dich rum, so. Ja, der gehört jetzt einfach dazu. Kann er auch kämpfen? Kann er was machen? Ja, der hat... Alter, der hat 12 Attack Damage. Der ist OP. Ja, der hat eigentlich 12 Attack Damage, aber irgendwie... Doch, jetzt kann er angreifen. Aber er kann keine Gebäude angreifen. Er kann... Doch, der hat das Gebäude... Der hat das Gebäude mit angegriffen gerade. Nee, der hat den Eber angegriffen, der davor stand. Ach so. Gegen Einheiten ist 12 Angriff eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Wenn der Einheiten hätte, der Gegner pumpt irgendwie nicht mehr. War mit Absicht, ne, von dir. Dass du den Eber bekehrt hast, weil der Eber halt einfach
Der Eber ist krass. Das war alles gewollt, so wie es geschehen ist. So, und weg mit dem Turm. Geil wäre es, wenn man die Gebäude von denen so nach oben beschwört und dann bei sich wieder runterbauen könnte. Das wäre nice. Ja, Dekonstruktion habe ich auch. Stimmt, Dekonstruktion kann ich auch mal benutzen. Der greift mich schon an. Ich glaube, ich spinne. Lol. Ist das der andere oder ist das der hier? Das ist doch der hier, ne? Das ist der hier, ja. Anstatt, dass der hier irgendwas verteidigt, ne? Ich werde das jetzt mal machen. Ich werde mal gehen. Ich werde jetzt einfach mal gehen. Das ist nämlich ein bisschen viel, was mich da angreift. Na, da sind aber nur Low-Einheiten. Ja, da ist ein Behemoth. Das steht vor meiner Base da. Das ist wer denn? Den Behemoth sehe ich... Ach, da ist er ja. Ja. Oh, naja, der macht so ein bisschen Damage, ja, das stimmt. Die haben meine Baracke kaputt gemacht. Warte, ich mach Spinnen auf die. Kann ich Spinnen auf die? Ich mag keine Spinnen auf die machen. Ich kann keine Leute mehr rekrutieren. Machen die Spinnen nochmal irgendwas? Ach, jetzt. Tschüss. Wo sind meine Jungs? Attacke jetzt. Das war mein Dorfzentrum. Lol. Ja, wie sie laggend durch die Gegend rennen, ey. Ja. Du bist noch nicht Zeitalter 4, ne? Nö. Aber sonst hättest du nämlich auch den Teleportierungs-Spell nutzen können. Bist du ja noch nicht. Das bin ich noch nicht. So weit ist er oder noch nicht. Nee. So, also der hat jetzt hier eigentlich, glaube ich, nicht mehr so wirklich irgendwas. Doch, der baut hier... Ach so. Ganz dreist wie in Warcraft baut er hier einfach wieder auf. Ja, so kennt man so. Gibt's nicht. Meine leggenden Leute werden es verhindern. Meine leggenden Leute. So, ein Behemoth geht noch. Habe ich noch irgendwo untätige Dorfbewohner? Gibt's dafür einen Shortcut oder so? Ja, das sieht man oben rechts. Auf dieses Banner klicken, um ihre zwei untätigen Dorfbewohner anzufinden. Bei mir ist da ein Helden, ausfindig zu machen. Ja, und wenn dann nichts ist von wegen untätige Dorfbewohner, hast du halt keine. Ah, okay, ja, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt hat der eine aufgehört zu laufen. Tja, ich baue einfach mal noch einen Tempel, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Habe ich jetzt bleiben mal alle von dem hier, oder was? Sammelt Nahrung, verdammt! Warte mal, ich baue mal einen Markt. Dann kaufe ich mir meine Nahrung. Ich habe 3500 Nahrung. Ich habe 118, dafür habe ich 5000 Holz und 5000. Ja, 5000 Gold habe ich auch. 1900 Holz. Also bei dir ist das alles ein bisschen unausgewogen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, ich spiele hier heute auch nicht krass. Ja, glaubst du, ich spiel krass? Ja. Na gut, da hast du recht. Ist hier alles neu für mich, weißt du? Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ja, true. Ich auch nicht. Dann noch diese laggenden Leute, ja, die verwirren mich. Das lenkt ab, ja. Kenn ich. Fühl ich. Das ist alles halt nicht mehr so wie früher. Komm, ich hol noch mal ein paar Schweine. Ja, und ich kann jetzt mal, glaube ich, mal Chaos bei dem Typen machen. Theoretisch könnte ich, aber irgendwie geht das immer noch nicht so ganz. Let's go. Mach mal den Turm weg. Also mit dem Zauber. Ach so. Ich dachte, das hast du zu deinen Einheiten gesagt. Nein. Der ist noch nicht ready bei mir, glaube ich.
Ja, das ist scheiße. Ich mach den halt einfach so jetzt weg. Mann, ich will Chaos usen, warum geht das nicht? Da, jetzt kann ich Chaos usen. Spinnen, falls da unten irgendwelche Typen noch kommen von ihm. 100 Soldaten kaufen? Das ist Nahrung, aber okay. 100 Soldaten kaufen? Also, er heuert hier einfach irgendwelche Söldner an. Irgendwie ein bisschen weird, die Extended Edition. Die Extended Edition ist nice. Hä, was passiert denn da jetzt? Da löst sich irgendwie von ihm alles auf? Achso. Okay. Weiß jetzt nicht, ob das von Dekonstruktion ist, dieser Beam, der in den Himmel gesendet wird. Ja, das ist davon. Achso, okay. Jetzt kommt bei mir erst die Fighting-Musik. Dabei ist er jetzt fast schon weg. Oh, ich werde wieder angegriffen. Das war dann doch der hier, ne, der dich angegriffen hat. Der hier ist hellblau. Ja. Haben sie also gelügt. Ja. Gelegentlich mache ich das. Gelegentlich, so als wenn es nicht alle 3 Sekunden wäre. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Also diese Länge kann man sich auch nicht mehr als eine Runde antun. Das war so eine einmalige Sache jetzt. Danach spielen wir erst wieder, wenn wir gepatcht gekriegt haben. Ja. Das wird aber ganz schnell gepatcht, du. Ja. Schneller, als man gucken kann. Lauft, Idioten, lauft. Kann ich euch hier irgendwo einquartieren? Ja, da, ab ins Haus. Aber auch die Standbilder zwischendurch, das muss doch alles wirklich nicht sein. Ja, das ist alles ein bisschen ekelhaft hier in der Extended-Version. Also die normale Version hat mir besser. Weil, aber die Auflösung ist besser. Also das mit dem Längen finde ich nice. Also die Standbilder sind nicht so nice, aber dass die Einheiten längen, finde ich irgendwie nice. Die Auflösung und der Zoom, den finde ich gut. Das war's aber auch schon. Das sind so alle Vorteile der Extended Edition und dass man Game Ranger nicht mehr benutzen muss. Ja, daran liegt's einfach. Game Ranger hat stabile Server. Genau. Das wäre wirklich traurig, wenn dem so wäre. Das Game, wenn Game Ranger dieses kostenlose Projekt einfach bessere Server hat als Steam, die ja an dieser Extended Edition da scheinbar gearbeitet haben. Oder wer auch immer da die Server zur Verfügung stellt, aber. Kannst du keine Extended Edition rausbringen, wenn du keine guten Server anbietest. Das geht nicht. Unmöglich. Das geht schon, das ist bloß nicht so gut. Ist der andere da jetzt eigentlich raus, oder? Das weiß ich absolut überhaupt nicht. Ist hier irgendwo eine Spielübersicht? Also rechts ist der noch mit drin, da wo diese Namen alle stehen. Oh, mit Tab kann man die Map riesig machen. Oh, tatsächlich. Das ging, glaube ich, vorher auch nicht. Nee, das ging vorher nicht. Das ist ja heftig. Heftig. Heftig, Digga. So, tötet diesen Sack. Und dann wieder ab an die Arbeit. Mehr Truppen, auch wenn ich sie gar nicht mehr brauche, aber egal. Also der Typ hat hier eigentlich auch nichts mehr. Da muss noch irgendwas oben rechts bei dem anderen sein. Nö, laufen die ganze Zeit nur Leute von dem rum. Na toll. Das wird wieder die große Jagd. Yes. Jetzt tötet den Sack doch. Machen die Dorfbewohner keinen Damage oder was? Doch, die machen 8 Schaden. Wo ist der denn? Die machen 8 ganze Damage. 8 ist eigentlich ziemlich viel. Also so viel Damage machen fast meine ganz normalen Einheiten hier. Ja, ich sehe aber nichts von dem Damage. So viele machen, so 8 Damage machen meine Bogenschützen, meine voll geupgradeten Bogenschützen. The fuck? Hier ist ein Schatten des Hades. Aber der gehört, glaube ich, nicht zu irgendjemandem. Doch, glaub schon. Nein, es war einfach ein Mob.
Nein. Wir sind hier im Hares. Nein, der gehört zu denen. Der muss vernichtet werden. Ich glaube, du lügest da schon wieder. Vernichtung. Ja, ich hab ihn doch vernichtet. Das ist gut. Das ist gut. Hast du fein gemacht. Wie er einfach den Geist des Hades nicht mag. 100 Soldaten kaufen, also was zum Geier? Kauf doch 100. Ich glaube, 100 Soldaten kaufen ist eigentlich nicht so ein schlechter Deal. Solltest du auch einfach mal machen. Da läuft noch ein Typ von ihm. Tötet den Typ, der schon wieder was aufbaut. Die bauen hier. Hier rennt auch die ganze Zeit noch so ein Speer von dem rum bei mir. Ist doch scheiße. Warum macht er das? Warum darf der das einfach machen? Alter, dieser Scheiß, der ist einfach schneller als... Der ist schneller als meine berittenen Leute. Wie kann das sein? Ich mache jetzt einfach alles kaputt. So, gesniped. So, jetzt stech den ab. Stech ab die Sau. Jawohl. So will ich das sehen. Also richtig raus ist der noch nicht. Nee, der muss hier noch irgendwo was haben. Das wird ja wohl nicht an den Feldern liegen jetzt. Nee, das ist so die Neuerung. Man muss jetzt auch die Felder machen, kaputt machen. Ah, da oben, da ist noch was. Ja. Das sehe ich. Hat der andere auch noch was? In der Theorie nein, in der Praxis wahrscheinlich schon. Haben wir irgendwelche Fliegeviecher? Nee, wir haben keine Fliegeviecher. Ich hätte gerne Fliegeviecher zum Erkunden, das geht schön schnell. Ja. Wenn die dazu noch angreifen können, wäre das noch besser. Fliegeviecher, die Siege Damage machen, wären noch besser. Ja, das wäre der Hammer, ja. Das wäre der Hammer. Das wäre wirklich der Hammer. Der Hammer wäre das. Aber das ist irgendwie uns nicht vergönnt hier. Nee. So was gab es irgendwie. Jetzt tötet die Schweine, ey. Die Schweine greifen hier meine Leute an. Hier kümmern sich um irgendwelche Scheißschweine. Wo denn nur? Ich nicht wissen. Hä, da ist doch eine Kaladria. Das ist doch eine fliegende Einheit. Hä, ach, das ist von ihm gewesen, glaube ich. Da fliegt eine Kaladria von ihm. Was, wie, wo? Ja, da bist du dran vorbeigelaufen. Jetzt ist da wieder Fog of War. Jetzt sehe ich die nicht mehr. Da ist er. Oder ist das deine? Oder ist das meine? Nee, das ist doch eine gegnerische. Die ist von der Natur. Die gehört zu Mutter Natur. Steht da sogar, wenn du... LOL, tatsächlich! Ja, okay. Die ist jetzt trotzdem tot. Wir gehen mal auf Nummer sicher und töten einfach alles, was sich bewegt. Ich mach jetzt die Felder kaputt. Ah, hier ist noch ein Dorfbewohner. Der wird's gewesen sein. Der wird sein. Der ist es. Die ist zu schnell. Mann, die war's nicht. Der hat doch safe da wieder was aufgebaut. Aber kannst du mit einem Gebäude ohne Dorf... Also kannst du mit einem nicht Dorfzentrum-Gebäude überhaupt noch irgendwas machen, wenn du gar keine Leute mehr dann hast? Eigentlich nicht. Wenn es auch kein Militärgebäude ist, sag ich mal, sondern nur irgendwie so ein Haus oder so. Eigentlich nicht. Dann kannst du gar nichts tun. Hat der hier noch ein Gebäude? Da ist doch ja auch nichts mehr. Nee, das sind Ruinen hier, da ist nichts. Zieht die Scheiße schon wieder los. Also von dem unteren Typen sehe ich hier jetzt gerade aber auch nichts mehr. Oh, überall auf der Minikarte. Oh. Das war eine Runde mit vier Spielern. Wie sieht das denn mit einer vollen Lobby aus? Von den Lecks her. 3 FPS. Da ist dann einfach Abbruch. Ach, hier unten, da war noch ein Markt. Guck an. Wo ist denn unten? Links. Da, wo die in deiner Ecke sind? Da ganz links? Ganz links in der Ecke? Ja, ja. Ja, aber der ist doch jetzt dann kaputt, oder nicht? Und der ist den trotzdem noch kaputt gemacht. Ja. War also jetzt noch nicht das Ausschlaggebende. Oh, das hättest du mal so an, ey. Ich wünschte, das wäre irgendwie so, dass die dann irgendwie für alle... Also, wenn du irgendwie dein Dorfzentrum verloren hast oder so, oder alle Dorfzentren verloren hast, dann sind deine Einheiten so sichtbar für andere Leute, so, ne? Es wäre halt cool, wenn die KI einfach aufgeben könnte, so wie in Age 2. Das wäre so geil. Da oben ist noch ein Marktplatz, ganz oben. Achso, den meintest du und der ist bei dir links und bei mir ganz oben, lol. Nee. Oder? Nee, ist bei mir auch ganz oben. Okay. Aber links war auch einer. Okay, na dann hab ich schon gar nicht mehr gesehen. Da habe ich nur noch gesehen, wie deine Einheiten wieder weggelaufen sind. Ja, das war's. Nice, GG.